Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Tamagotcha und ich bin heute bei... Essen mit Kindern! Und sie bringen mir heute den richtigen Teamgeist bei. Let's go! Go! Hure motiviert. Hey Andrea, euer Team ist ja mega international. Was habt ihr alles für Nationalitäten am Start? Albanien. Italien. Deutschland. Holland. Während dem Match merkt man halt schon, wer Ausländer ist und wer nicht, oder? Also ich zum Beispiel schon ein bisschen um. Schau. Der Schweiz ist eher ruhiger, oder? Jetzt haben wir eine Spielerin ursprünglich aus Kolumbien. Ich bin Nadine, 22, von Wallis. So eine Kolumbianerin, weißt du, was ein Walliser Deutscher hat? Das ist wahrscheinlich für ganz viele Leute so seltsam wie eine Tamilin, die Berndeutsch redet. Man sagt ja Fußball integriert. Würdest du das so bestätigen? Immer wieder cool, neue Freundschaften schließen, wirklich. Wir haben jetzt auch eine Spielerin, sie kommt aus der Ukraine. Ich war hier im Harthof so allein mit dem Ball. Dann habe ich gedacht, ich frage, ob kann ich mitkommen und trainieren. Man merkt, sie ist viel offener geworden. Sie waren alle so freundlich und ich habe entschieden, hier zu bleiben. Auf geht's! Es hilft Leuten, sich in einem neuen Zuhause, irgendwie in einem neuen Land, irgendwie neue Freunde zu finden und sowas. Was lernt man beim Fußball, was man auch im echten Leben sonst gebrauchen kann? Puh, alles. Sicher sich besser einzufügen. Kommunikation ist sehr wichtig. Dass man nicht einfach aufgibt und vor allem, dass man zusammen schafft. Wenn man halt Captain ist oder so, dass man halt Führungspositionen auch so ein bisschen besser beherrscht. Teamgeist auf jeden Fall. Man lernt für andere da zu sein. Ich habe Schweizerdeutsch im Fußball gelernt. High five! Was schön! Wie ist die? Also mein Lieblingsspieler ist Manuel Neuer. Oh, he's so crazy. Ricardo Rodriguez. He's so crazy. He's so Ricardo is ex and the Santos lady. So crazy. Neymar. Crazy. So crazy. Rafael Vicky. Crazy. So crazy. Boateng. Irina Bridge. Toni Kroos. So crazy. Rui Patricio. So crazy. Oh. Wer ist dein Lieblingsfußballer? Schreib mir es jetzt da unten in die Kommentare. Hey, die Girls Cup ist so geil, es macht so Spass. Aber ich sterbe mit dieser Kälte. Für diese Anstrengung erwarte ich jetzt einfach ein Like. Ich befehle dir es. Ich sage dir seinen Coach, seinen Spieler. Bitte mach's. Und so ist der nächste Freitag am Fifi. You know what's up. Also tschüss zusammen. Shake it up, shit, no, still good, I ain't living large. Now, what did I got on shit? 3 out of 5 in charge. No, no.